Hallo Freunde, willkommen zurück bei Shogun 2. Wir hatten ja letztes Mal halt aufgehört, dass die Imogawa uns den Krieg erklärt haben und die Hattori uns auch noch im Stich gelassen haben, die feigen Schweine. Daher, guck, was ist ja passiert? Wir haben einen Sohn bekommen, ist nicht so spannend und unser Kloster ist besser, das ist sehr schön und unser Rüstungsschmied ist auch fertig, auch sehr viel wert. Und wo wir jetzt viel machen, gucken wir erstmal, wie es hier aussieht. Date und Hatakayama sind sowieso schon mit uns im Krieg, wobei wir mal den Date einfach mal aus Neugier ein Friedensabkommen schicken können. Sprecht Moderat. mit Ja, wenn es nur moderat ist, dann brauchen wir denen da keinen Frieden anbieten. Wir könnten die Hatu, ja, die sind nämlich auf einmal unfreundlich. Obwohl sie uns vorher mochten, sind sie tendenziell erstmal unzufrieden, weil das Bündnis gebrochen wurde. Und zwar von ihnen aus. Und jetzt haben Zeit wir halt auch und keine Chance, Ehre ein neues werden hinzubekommen, vergeudet. was ein bisschen Was wollt schade ist. ihr? Hätte ich vielleicht doch nicht um Beistand bitten sollen. Ja. Du bewegst dich jetzt weiter dahin. Unser Mönch muss jetzt auf jeden Fall hier hinten hin, um mal zu sehen, was uns hier entgegenkommt. Armee sabotieren kostet da ganz schön viel und hat recht schlechte Chancen. Ich glaube, wir versuchen eher einen Attentat hier. Wenn der Mönch natürlich noch nicht wirklich gut ist und sowas. Und ich bin zu gespannt auf das Ergebnis, um mir das Video anzugucken. Ja, Feind verwundet ist auf jeden Fall schon mal was wert. Was kommt hier auf uns zu? Reichlich Ashigaru-Truppen, aber dafür gut trainierte Ashigaru. Hammer, gut trainierte Ashigaru-Truppen. Das ist ja schon. Da werden wir mit unseren Truppen hier durchaus aufpassen müssen, aber wir haben den Vorteil, dass wir wenigstens ein paar Schwerttruppen dabei haben. Und wir holen uns jetzt auf jeden Fall unseren Tempel hier. Den brauchen wir. Und dann möchte ich, glaube ich, bevor ich anfange mit Terrassenbau, erst einmal ein bisschen Truppen rekrutieren. Beziehungsweise gucken. Was genau uns der hier jetzt bringt, sagt, verrätst du uns das jetzt mal? Können wir das Info einsehen? Ich wüsste nämlich gerne, wie viele das sind. Das erhöht die Mönche, die man rekrutieren kann. Aha. Ja, die würden als Stufe 1 Mönche jetzt kommen. Darf, ohoho. Wenn wir einen Büchsenmacher hätten, könnten wir hier Ikoiki-Lundenschloss-Mönche. Von denen habe ich ja noch nie im Spiel gehört, aber das wäre aber so verlockend. Büchsenmacher, was brauchen wir denn dafür? Benötigt Schießpulverproduzenten und ermöglicht Lundenschloss-Samurai. Das ist alles Truppen, die ich in der Kampagne bisher selten eingesetzt habe. Und das braucht als Vorform Werkstätten für Belagerungswaffen. Das heißt, wir wissen tendenziell, auf was wir hier noch bauen wollen, wenn wir so weit kommen. Aber erst einmal möchten wir uns hier zwei dieser schönen Bogenmönche gönnen. Ja, wie man die Werte da unten sieht, sind ja wohl der Hammer. Reichweite 175, Nachladen 62, Präzision 77. Da ist der Bonus natürlich schon mit drin und Munition 30. Das ist schon beeindruckend. Und wir haben hier schon einen hübschen Bonus von plus 10 auf Genauigkeit. Ja. Hier unten würden wir nochmal plus 20 bekommen, wenn wir die Forschung dafür dann endlich haben. Aber die haben wir leider noch nicht. Und ich überlege gerade, ihn wird seine Armee werden wir hier oben stehen lassen. Einfach aus dem Grund, dass wir hier Verteidigungstruppen brauchen werden. Und da haben wir noch einen Einzelnen stehen, der kann sich jetzt mit hier anschließen. Da ist unser Geld momentan ziemlich aufgebraucht. Ich denke, ich werde mir hier noch einen Trupp Yari Ashigaru gönnen, einfach nur, um uns da ein bisschen auszubauen. Die sind zwar nicht wirklich gut und nicht wirklich wichtig, aber immerhin etwas. Wie sieht es hier religionstechnisch aus? 9,5. Wow. Das ist natürlich heftig, deswegen können wir uns den Mönch hier mal gönnen, um den Feind versuchen zu demoralisieren. Oder Charakterkonvertierung. Beides keine gute Chancen. Nee, ich glaube, das lassen wir bei den Prozenten. Ja. Da arbeiten wir noch dran. Dann beenden wir hier mal die Runde, denke ich. Oh, doch, das sieht ganz gut aus. Solange uns jetzt momentan nicht noch mehr angreifen, können wir dann eigentlich ganz gut zufrieden sein. Da kommt ein Mezuke und noch ein Mezuke. Die werden ja sicherlich versuchen, unseren Ninja jetzt zu exekutieren.
Aber noch lebt er. Das ist ein dritter Mitsuke. Und der hat unser Ninja jetzt scheinbar zu Boden bekommen. Ja, schade. Und es kommen auch noch mehr von ihren Truppen. Aber sie sind klug. Sie bleiben im Winter noch in ihrem Heimatland. Aber wir können uns da gleich noch einen Ninja kaufen und dann wieder auf die losschicken. Versuchte Festnahme. Verurteilt und hingerichtet. Hingerichtet ist natürlich schade. Verhaftet wäre schöner für uns. Clan übernimmt das Christentum. Wer ist denn so schlimm? Die Shimazu. Ja, Überraschung. Aber die dürfen ja nicht viel zu melden haben bei dem kleinen bisschen, was hier von ihnen noch über ist. Sinn für Frauen. Minus auf Bewegungsreichweite ist natürlich schade. Und unser Ninja wurde entdeckt. Überraschung, unser Ninja ist tot. Wie sieht es hier aus, wenn wir uns Terrassenplantagen? Die müssten hier nämlich ziemlich viel bringen. Ja, es ist ein gewaltiger Fortschritt. Und dann haben wir nicht mehr genug für Ninja, was schade ist. Dann muss der wohl zu Hause bleiben. Und wir gucken mal, ob wir uns noch irgendwo kleine Truppen rekrutieren wollen, aber eher nicht. Wobei, wie viel Lehnschwert Ashigaru hat er hier? Drei Stück. Okay, ja, das muss reichen. Ich würde eher darauf absehen, dass wir von hier oben die Mönche mit dazu bekommen. Und unser Mönch hier unten. Charakterkonvertierung ist mir da einfach zu riskant. Du dackelst da noch mit hin. Und das bisschen, was wir überall haben, behalten wir dann halt einfach noch für nächste Runde. Denn ich möchte jetzt eigentlich recht zügig, bis die Bauten abgeschlossen sind, noch in einigen Provinzen die Terrassenplantagen bauen. Wobei das hier zum Beispiel eher weniger lohnende ist. Das hier geht sogar. Kaga war, glaube ich, ziemlich heftig, was das anging. Ja, das werden wir auch auf jeden Fall haben wollen. Wie sieht es hier oben aus? Ah, nicht so berauschend. Das hier ist, ja, das ist ja echt mickrig, aber auf jeden Fall in Kaga werden wir das noch bauen wollen. Alleine schon, damit wir weiter genug Nahrung haben, um uns mehr Festung leisten zu können. Und dann, ja, bleiben wir mal mit dem hier so. Und fangen an, in den Nachbarprovinzen den Ikuiki-Glauben zu verbreiten. Weil zwar, noch ist es hier positiv, aber ab der nächsten Runde wird das wohl anders aussehen. Weil dann ist ja unser Tempel fertig und dann können wir da richtig schön unseren Glauben verbreiten. Und ich muss mich währenddessen mal strecken, ein bisschen recken. Oh, Kacks. So die ganze Zeit vorm Computer setzen, das geht auf Dauer schon ein bisschen auf die Muskulatur. Aber was soll's. Dafür macht das Aufnehmen hier ja Spaß. Muhahaha. Ich hätte eigentlich gerne gehabt, dass die Hattori mich da unterstützen, aber ich befürchte, aber finde es nachvollziehbar, dass sie es nicht machen werden, denn für die ist das ein ziemlicher Biss ins Knie. Und die sich jetzt auch noch mit den Imogawa anlegen, denn die haben ja eine ziemlich große Front mit denen. Auch recht viel dann, wo man kämpfen kann, ohne eine schöne Möglichkeit zu haben, an die ranzukommen. Und da kommt der. Und sie haben es auch noch geschafft, unseren Mönch zu verhaften. So, ein Schweinepriester. Und dabei hätten wir den da jetzt wirklich gut gebrauchen können momentan. Bogen richten diese Kriegsmönche auch auf weite Entfernung verheerenden Schaden an und werden daher am besten dazu eingesetzt, wichtige Feinde auszuteilen. Ja, wurde verhaftet, immerhin nur verhaftet. Ihr kommt mit euren Bogenschützen bis hierhin. Dann holen wir uns die auch schon mal rüber, denn die werden wir brauchen. Und hier müssen wir einfach mal angreifen, wenn hier uns Truppen entgegenkommen. Da er dort keine Verstärkungstruppen hat, haben wir dann jetzt endlich mal wieder einen Kampf. Holt ja auch mal wieder Zeit. Und ja, einmal kurz speichern, dann sehen wir uns gleich in der Schlacht. そよ風が心地よい。風渡る笛の音色でも聞こえれば、
なお良いですね。下手な口上はこれまでじゃ。わしが総大将の役目は果たす。お主らは武士の役目を全うせい。さすれば負けることはない。Ja, hier seht ihr unsere Massen schon jubeln vor der Schlacht. Ich finde der Anblick ist recht beeindruckend, wie viele das sind. Und wir haben in dieser Schlacht auch einen deutlichen Vorteil gegen unseren Feind. Also es wäre eine Schlacht, die ich mir auch hätte per Autokampf lösen können. Aber ich habe einfach Lust, nur wieder zu kämpfen. Deswegen bauen wir hier mal unsere Truppen auf. Da die Bogenschützen. So, dann kommen dahinter unsere... Ja, sie ist noch ein bisschen breiter, das können wir uns ja erlauben. Wir haben ja so viele. So, jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das mit den Mönchen und den Lehnschwerten mache. Ich glaube, wir machen das so, dass wir die immer ein bisschen gemischt aufstellen, denn wir möchten auf jeden Fall die Schwerter in möglichst vielen Kämpfen mit drin haben, weil die sind nun mal gut gegen feindliche Infanterie. Und ich möchte auch die Mönche möglichst breit verteilt haben, denn die haben den schönen Vorteil ihres Kriegsschreis, der einfach unheimlich mächtig ist und mit dem wir unserem Feind hier schon richtig was reinwirken können, sobald wir bei ihm ankommen. Und deswegen ist es natürlich cooler, wenn wir das breit verteilen, weil so ein Kriegsschrei ist halt nicht so viel wert, wenn man alle nebeneinander steht und zusammen zündet. Deswegen werden wir das so machen. Ich denke, der Gegner wird sich einfach hier draufstellen und warten. Und ja, gehen wir mal entgegen. Und mir fällt auf, dass wir mittlerweile immer noch gar keine Kavallerie haben. Die sollte ich mir vielleicht einfach auch mal zulegen. So, hübscher Ginata Kriegsmönch Kavallerie wäre hier sehr gut. Dann wäre dann noch die interessante Frage, ob wir auch für die den Rüstungsbonus bekommen könnten. Wenn ja, wäre das richtig, richtig hart. Aber erstmal bewegen wir uns hier genüsslich auf den Feind zu. Das hier kann auf jeden Fall gehen. Beschleunige den Anfang mal ein bisschen, weil es immer so lästig ist, wenn man so lange zum Feind hinlaufen muss. So, wenn ich ja selbst mal auf den Hügel, dann haben wir wenigstens ein bisschen was wir ihm entgegensetzen können. Sein Vorteil ist halt schon gewaltig, wenn er da auf dem Hügel steht und einfach wartet, bis wir kommen. Das hat er nicht genommen an Truppen. Er hat einmal Yari-Samurai, zweimal Yari-Samurai, oder ja, und unheimlich viele Bogen-Ashigaru und Bogen-Samurai. Das heißt, an sich möchten wir eigentlich erreichen, dass er irgendwann gezwungen ist, sich auf uns zuzubewegen, weil wir auf seine Yari-Truppen schießen. Und dann möchten wir erreichen, dass wir ihn im Nahkampf angehen können. Denn da sind die Bogenschützen das leichteste Opfer, weil die zum Teil hier ganz schön krass gelevelt sind mit 5, das ist gut, 2, das geht ja noch, 3 ist auch schon nicht ohne. Hier haben wir noch was mit 5, zum Glück sind es Bogen-Ashigaru und nicht die Bogen-Samurai, die so gut gelevelt sind. Oder was sind das hier? Das sind auch Bogen-Ashigaru, ja. Bogen-Ashigaru. Damit kann ich leben. Wenn er da hochgelevelte Bogen-Samurai hätte, wäre das ziemlich heftig für uns. Ich hoffe, dass ich hinter schön hochgelevelte Bogen Kriegsmönche habe, weil das ist dann richtig, richtig fies. Denn wir sehen bei unseren Truppen hier Reichweite 150 und auch, ich glaube, auch bei denen 150, genau. Und die Kriegsmönch-Bogenschützen haben Reichweite 175, was immer ein Vorteil ist. Und auch gerne hätte ich dann noch ein bisschen Lundenschlösser Kriegsmönche, denn die sind auch ziemlich cool. Die haben, glaube ich, eine Reichweite von 100, aber sie sind halt unheimlich gute Schützen, sind auch noch einiges besser als die Lundenschloss Ashigaru, die man sonst recht leicht bekommen kann, die importierten. Aber ich ziehe das immer ein bisschen zu sehr zur Seite, das ist etwas schade. So, jetzt müssten wir doch eigentlich schon fast an ihn rankommen, oder? Ja, und da bewegen sich seine Schützen schon nach vorne, um darauf zu reagieren. Dann lassen wir unsere Schützen noch einfach mal stehen und darauf schießen ein bisschen. Denn bisher bewegt sich nur die Hälfte hier und damit kann ich dann gut leben. Er hat leider Feuerpfeile, was ein bisschen frech ist. Dafür können alle unsere Truppen auf ihn schießen. Während er unseren... Oh, ich sollte meine Schützen mal in leichte Formation stellen. Das vergesse ich in der Kampagne gerne mal. Denn der Computer macht das für uns praktisch... macht das aus unserer Sicht praktischerweise nicht, die in leichte Formation zu stellen. Was uns natürlich entgegenkommt. Und wenn ich mich auf Ashigaru geschossen habe, dann können wir auch die. Und er schießt auf meine Truppen weiter hinten. Was natürlich ein bisschen frech ist. Ich denke, dann nutzen wir das einfach mal als Moment zum Angriff. Ich muss nur die passenden Truppen hier hinten finden, ja.
Lassen wir da mal ein paar Shigaru nach vorne stürmen. Und auch auf dieser Seite hier beginnen wir dann einfach mal damit. Euch bewegen wir schon mal nach vorne, denn die werden wir hier auf jeden Fall auch noch brauchen, weil wir nicht so weit nach außen müssen. Ihr dürft hinten stehen bleiben und unser General möchte hier irgendwo mal einen Inspirieren auf jemanden raushauen und sich dann auch nach vorne bewegen, auch wenn er da durchaus beschossen werden kann. Aber mein Plan ist ja, dass wir schnell genug in den Nahkampf kommen, dass uns das egal sein kann. Auch wenn hier zum Teil unsere Truppen ganz schön was an Dresche bekommen haben auf dem Weg dahin. Deswegen wir jetzt auch mal gleich die Kriegsmönche und die Lehnschwert Ashigaru reinhauen. Und ihr dürft hier auf den Hügel stürmen, wo es zu den härtesten Kämpfen kommen wird. Da kommt hier Angriff. Wir haben da gerade zwei Shigaru-Truppen verloren. Das müsst ihr jetzt mal wieder ein bisschen raushauen. Auf die Bogenschützen. Da kommen wir nämlich noch ein bisschen mehr so, dass wir auf alle drei auf einmal Kriegsschrei einsetzen können. Damit bin ich dann sehr zufrieden. Ihr könnt eigentlich auch nach vorne, auch wenn wir euch nicht wirklich brauchen. Unseren General ziehen wir auch mal mit ganz nach vorne. So, hier hauen wir nämlich jetzt schon mal gut rein. Und hier haben wir noch einen Trupp Kriegsmönche, die einen Kriegsschrei raushauen können, was gerade mal ganz schön böse ist. Man sieht, zwei Truppen haben sofort angefangen zu flackern, sobald der Kriegsschrei bei ihnen angekommen ist. Und unser General geht dann noch weiter nach vorne. Ihr verfolgt die mal. Ja, wir reiten ja schon alles nieder. Dann kann unser General auch noch angreifen, um ein bisschen was abzugreifen. Unsere Truppen haben zwar recht viel Erschöpfung dabei bekommen, aber wir haben sie trotzdem ordentlich verdroschen und sehen uns dann gleich mit den Ergebnissen wieder. So Leute, hier sind wir wieder mit den Ergebnissen. Wir konnten alle unsere Truppen behalten. Wir haben ein bisschen was an Männern verloren, was ein bisschen schade ist, aber wir haben alles bei ihm vernichtet, was sehr gut ist. Und wenn man hier das Level-Up ansieht, das ist ja auch schön. So beiden Bogen-Ronin-Truppen hoch, Lehnschein-Ashigaru-Truppen hier zwei Stück hoch, die Yari-Ashigaru hier hoch, die bei 5 mit oder so etwas ziemlich cool ist. Und unsere Kriegsmönche waren leider schon nochmal. Es hat hier ordentlich Boni gegeben. Das ist schon ziemlich nett. Und nun will ich nächstes Mal die Kriegsmönche mehr einsetzen, denn das können wir so gebrauchen. Da steht eine kleine Statue. Sieg der Imugawa. Das war nicht gegen uns. Und dann ziehen wir uns auch mal zurück in unsere Stadt wieder, bevor uns da gleich mal auf die Idee kommt, uns anzugreifen. Oder uns etwas auf die Moral zu hauen. Wir haben ganz schön Einnahmen verloren. Oh ja, weil der Handel weggebrochen ist. Das ist es. Weil der Handel weggebrochen ist. Aber es ist genug, dass wir uns hier momentan einen Mönch oder einen Ninja, was möchte ich hier haben? Ich glaube, einen Mönch rotieren können. Und hier hinten in Kaga noch die Terrassenplattform. Oh, Terrassenanbau. Warum auch immer ich mal Terrassenplattform sage. Truppen können wir uns momentan wohl nicht wirklich leisten. Nee, Bogen Ashigaru wären drin, aber die brauchen wir momentan nicht wirklich. Auch hier brauchen, also Ashigaru-Truppen habe ich momentan nicht so viel, dass ich da gar keine neuen haben möchte. Auch wenn die hier zum Teil recht lange zum Wiederaufbauen brauchen, aber die wichtigen Truppen brauchen zum Glück alle nicht so lange. Das ist dann schon okay. Den 300, die können wir echt übrig behalten und dann nächste Runde nochmal an von Plantage anbauen. Oder Truppen. Mal sehen. Ja, Agent rekrutiert. Das ist jetzt auch so weltbewegend. Und Forschung möchte ich mal wieder einen Blick drauf werfen, aber das dauert auch noch. Ja, dann machen wir doch mal weiter. Die USOG sind da unterwegs. Ja, mit denen könnten wir echt mal versuchen, uns zu verbünden. Ich glaube, das wäre gegen die Imugawa eigentlich ganz hilfreich. Diplomatie, die Date schlagen uns jetzt von sich aus einen Friedensvertrag vor. Kann ich da zufällig ein bisschen Geld bei verdienen? Na, so viel werden die beim Leben nicht zahlen, aber vielleicht so ein bisschen was. Moderat, na, moderat werden sie wohl kaum eingehen. Na, nicht 2200 könnte man noch versuchen. Nee, ich befürchte, da werden die nicht zustimmen, aber ist egal. Können wir auch einfach so vorschlagen. Kann ich auch mitnehmen, dann haben wir da wenigstens wieder Friede. Ohne uns da Sorgen machen zu müssen. Im Endeffekt wird das uns wahrscheinlich eh nicht viel tun, aber was soll's.
Nogawa dackelt da wieder mit ihrem Mitsuke rum. Der versucht sich an unserem Mönch, hoffentlich überlebt er mich das. Nein, oh, ich hatte so etwas befürchtet. Und da kommt seine große Armee. Das war irgendwie auch klar. Und da er verurteilt den Gericht, man super, hat einen 4-Sterne-General. Das ist schon. Aber hat viele Ashiga. Oh, die sind noch besser geworden. Hammer. Können wir irgendwie ansatzweise bis zu unserer Armee kommen? Nein, dann müssen unsere Mönche sich erstmal zurückhalten. Ha, heftig. Dann holen wir uns hier, glaube ich, noch eine Terrassenplattform. Denn das ist einfach gut für unseren Wohlstand, sowohl in der Provinz selbst, als auch durch die Nahrung, weil die wird nun mal für alle Agenten entlassen. Das heißt, wir haben einen Agenten wieder zurückbekommen. Friedlich. Plus 10 auf diplomatische Beziehungen. Sehr schön. Das kommt dadurch, dass wir so viel Frieden verhandeln. Das finde ich eigentlich ganz okay. Du kannst zumindest schon mal wieder dich in die Richtung bewegen und demoralisieren versuchen. Was machen wir jetzt hier? Ich glaube, einfach weil wir es können, holen wir uns mal Bogen Ashigaru, denn die könnten bei Verteidigung noch ganz nett sein. Und dann können wir hier auch herzlich wenig machen, diese Runde. Truppenbau wollte ich ja noch nicht, also lassen wir es jetzt erstmal so. So, mal gucken, was die Imogawa machen. Ich hoffe ja mal, dass die mich angreifen und nicht nach oben ziehen, dann hätten wir nämlich ein Problem. Dessen breiten die Hattori sich da weiter aus. Tja. Und ich habe natürlich wieder nicht dran gedacht, nur mit den Wasugi zu verhandeln. So, was genau machen die jetzt? Sie holen sich ihre Mitsuka alle zusammen und greifen uns an, wie mir scheint. Ja. Das wird eine spannende Schlacht, aber ich befürchte, ich werde es hier wieder so machen müssen, dass ich den Part hiermit schon beende und dann die Schlacht in den nächsten Part packe, denn sonst wird das zeitlich nicht genug, um die Schlacht zu schlagen, denn ich glaube, das wird ziemlich, ziemlich heftig. Wobei, wir können es erst einmal kurz speichern und per Autokampf probieren, nur so aus Neugier. Und wenn es nicht klappt, sehen wir uns dann halt nächstes Mal wieder und kämpfen selber, denn so sieht es aus, glorreiche Niederlage. Ja, nee, damit kann ich nicht leben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir die Schlacht ausführen.